Herzlich willkommen zu unserem kurzen Talk zu einer Datenanalyse zum Schulwegenetz in Friedrichshain-Kreuzberg. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will das Thema Schulwegsicherheit systematisch angehen im ganzen Bezirk. Und die Problemlage ist so ein bisschen das, was man hier im Bild sieht. Es ist sehr häufig, dass Schülerinnen auch in diesen Schulwegeplänen zu relativ großen Umwegen gezwungen werden, die sie natürlich nicht unbedingt gehen wollen und was einfach viele Gefahrensituationen beschwören kann und eben auch so ein bisschen die autozentrierte Verkehrsplanung noch in sich trägt. Und dieses Prinzip möchte der Bezirk gerne umkehren, grundsätzlich im Rahmen der Verkehrswende. Und wir wurden dafür beauftragt, in einem ersten Schritt ein Schulwegenetz zu erstellen mit dem Ziel, dass man für das gesamte Gebiet des Bezirks sehen kann, wo viele Schülerinnen langlaufen und wo sozusagen Bedarf für Maßnahmen ist. Und das Vorgehen erklärt euch jetzt einmal Kami. Für die Analyse wurden 3 Hauptdatensätze benutzt: die Standorte von Grundschulen auf dem Geoportal Berlin und ergänzt um Privatschulen. Anonymisierte Wohnstandorte von Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren auf den Einwohnermeldeamt und das Fußgängernetz auf dem Geoportal Berlin. Als Alternative können Straßennetz und Schulstandorte auf OpenStreetMap genutzt werden. Zunächst würde für jeden Wohnort die nächstgelegene Schule bestimmt. Dafür würde das Tool Origin Destination Matrix benutzt. Und mit diesem Werkzeug wurde die Entfernung von jedem Wohnort zu jeder Schule über das Fußgängernetz berechnet. Von diesem Ergebnis wurde die Kurzstrecke ausgewählt. In der Karte sind die Standorte farblich gruppiert nach Schulen zu sehen. Mit der generierten Zuordnung waren wir in der Lage, das Netzwerk zu erstellen. Dafür wurde das Shortest-Path-Werkzeug verwendet. Und für jeden Wohnort wurde die kürzeste Weg als einzelne Linie dargestellt. Und hier auf diesem Bild können wir ein Beispiel von einer Schule sehen. Im nächsten Schritt wurden die Wege zu einem Netz addiert und die Anzahl von Schulwegen pro Streckenabschnitt berechnet. Dieses Netz wurde nach Häufigkeiten auf einer Karte gemeinsam mit den Schulstandorten visualisiert. Genau, dann haben wir noch eine kleine Projektseite dazu erstellt für den Bezirk, dass es halt auch gut kommuniziert werden kann, wo das Vorgehen erklärt wird und auch die Maßnahmen, die der Bezirk infolgedessen ergreifen möchte. Dort haben wir auch noch 2 weitere Analysen gemacht und in interaktiven Karten dargestellt. Das eine ist eine kurze Verschneidung von fehlenden Querungsmöglichkeiten. Das heißt, überall dort, wo in dem Schulwegenetz viele Schülerinnen langlaufen, potenziell über Knotenpunkte, aber eben keine Querungsmöglichkeiten wie Zebrastreifen oder Ampeln vorhanden sind, werden die Punkte sozusagen markiert und sind jetzt sozusagen in einem ersten Schritt der Betrachtung eine Möglichkeit, um Maßnahmen dort zu eruieren. In der zweiten Karte werden die Schulstandorte direkt betrachtet, also die Situation vor den Schulen. Da wurde einmal markiert, wo Schulen an Hauptstraßen sind und geguckt, ob entsprechend Tempolimits dort vorhanden sind oder ob die möglicherweise ausgeweitet werden müssen. Und außerdem Straßenklassen, um so ein bisschen die Verkehrsmengen abschätzen zu können. Da soll in einem weiteren Schritt auch noch eine Analyse der tatsächlichen Verkehrsmengen aus INRIX-Daten einfließen, so dass man auch bei Schulstandorten in Nebenstraßen sehen kann, wo tatsächlich hohe Kfz-Zahlen dort langfahren und möglicherweise Maßnahmen wie Schulstraßen oder Ähnliches ergriffen werden können. Genau, das Ganze funktioniert als Prozess jetzt relativ automatisiert und kann für andere Bezirke, andere Städte, andere Gemeinden durchgeführt werden. Weitere Infos finden sich da auf unserer Produktseite fixmycity.de. Und damit vielen Dank und wir freuen uns über Kontakt.